Der Sommer kehrt zurück. Sicher das. Feinde greifen euch an. Das wage ich nicht. Ach, guck mal, Verstärkung treffen ein. Sehr gut. Das kann ich. Ausbau vollbracht. Die Kanonen hier, die hier hinten rein zu quetschen, wird nichts bringen. Stell sie nach hier unten hin. Lass sie von der Flanke ausschießen. Ihr habt nicht genug Wohnungen. Zieht weitere Truppen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Zieht diese Armee hier nach hier hin. Es beginnt zu regnen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Feinde greifen eure Häuser an. Wir müssen halt von der Flanke aus drauf schießen. Gott, diese Massen an Kanonen. Löscht sie aus. Ausbau fertig. Nicht laufen, schießen. Oh, wie sehr ich euch hasse. Position halten. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ihr könnt nach hier hin. Warum mich zu verarschen? Nichts lieber als das. Oh Gott, unsere Truppen sterben ganz schnell jetzt gerade. Es schneit. Ausbau abgeschlossen. Armee 1. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Einige Siedler. Wir müssen schnell nachrekrutieren. Wir müssen die Verluste irgendwie denn. Wir müssen schauen, dass wir die Lage hier stabilisiert kriegen. Einige Siedler haben nichts zu essen. Für Ruhm und Ehre. Was gebe ich nicht für einen Sperrfeuerbefehl? Einfach unseren Truppen kategorisch befehlen, einen einzigen Punkt die ganze Zeit zu beschießen. Hauptsächlich unseren Kanonen. Abgeschlossen. Wird erledigt. Na gut. Aber gern. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Was tut man für eine Schnaufpause beschaffen? Um all eure Siedler versorgen zu können. Euer Dorf wird angegriffen. Das Gebäude. Und wenn die Türme da gebaut werden, die Wetterkraftwerke da stehen. Okay, der Turm hier ist nutzlos. Fertig, Meister. Information. Jawohl. Armee 1, macht euch auf den Weg. Ist mir Befehl. Ausbau fertig. In Ordnung. Regen ist für Nahkämpfer unser Verbündeter. Schützen, geht nach hier. Schießt von der Flanke. Wie ihr befehlt. Es ist Zahltag. Feinde greifen eure Häuser an. Ist in einem. Kanonen hier runter. Gehen wir einfach viel mehr Truppen unten in die Flanke. Die Gegner scheinen nicht darauf den Punkt zu schießen. Problem. Das ist ein guter Ort, von wo aus wir permanent Nachschub heizen können oder permanent reinschießen können. Nein. Jawohl. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnimmt. Das war, was ich hören wollte. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Ja! Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Na gut. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Ja. Okay, Reiterorde, an die Arbeit. Ja! Wir machen einen Quicksave, weil wir die Lage dann stabilisiert haben für den Moment. Dafür sind wir genau die Richtigen. Und dann damit die Reiter definitiv in die Morte jetzt rankommen. Gern. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Das Gebäude ist ausgebaut. Schnee ist schlecht. Schnee ist jetzt gerade ganz schlecht. Gib mir Regen. Regen! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Es regnet. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Ja! Ja. Wird gemacht. In Ordnung. Es bleiben unsere Reiter stecken. Lehrt sie das Fürchten. Ich tue mein Bestes. Deswegen laden wir. Dann befassen wir uns gar nicht erst. Das ist dämlich. Weil natürlich der Schnee genau in der Sekunde auftreten musste. Ziehen wir die Reiter erstmal zurück, warten, bis die nächste Angriffswelle unten einschlägt. Jetzt sind die Reiter nämlich gerade in eine feindliche Angriffswelle reingerannt.
Und das ist unglücklich. Sehr unglücklich. Ja! In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Das Gebäude ist ausgebaut. Es regnet. Das Wetter, wie das Wetter sich wechselt, ist random, oder? Euer Wunsch ist mir Befehl. Gern. Jawohl, das kann ich. Wir kümmern uns darum. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Es gibt zu wenig Betten. Sie kommen, sie drehen um. Zieht euch zurück, Reiter. Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir haben festgestellt, dass wir jetzt hier sind und wollen deswegen jetzt hier lang kommen. Der Sommer kehrt zurück. Es ist Zahltag. Wie ihr wünscht. Jawohl. Es gibt uns die Gelegenheit für ein paar Reparaturen hier unten. Hilf in einem. Ein paar Reparaturen, ein paar Wiederaufbauten. Feinde greifen eure Häuser an. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Reiter? Wie ihr wünscht. Wie ihr Neuer Plan. Die Feindliche Armee kommt jetzt hier runter, wird sich in die Speckschichte eingraben und reinfressen. Wir gehen den anderen Weg. Gern. Ja, Herr. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wir müssen schnell bewegen. Seid unbesorgt. Es beginnt zu regnen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Na gut. Euer Wunsch ist mir Befehl. Es kommt Schnee schon wieder. Eure Häuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Sollen sie nur kommen. Ausbau fertig. Ja, mein Herr. Jawohl. Ich tue mein Bestes. Fertig, Meister. Euer Dorf steht unter Beschuss. Gern. Da hochzukommen ist aber eine Plage. Ist mir Befehl. Regen. Und wie vorwärts. Es regnet. Jawohl. Seid unbesorgt. Es ist Zahltag. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Lehrt sie das Fürchten! Ihr kriegt das hin! Ihr werdet schon ein paar Kratzer reinschlagen. Ihr seid auf Feinde beschossen. Okay, da sind noch ein paar unterwegs. Ihr da, geht hier hinten rüber. Ihr müsst Verstärkung auf die andere Seite schicken. Wenn das hier gleich passiert, wird es gleich schmerzhaft. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Ja! Ich tue mein Bestes. Es regnet. Lasst mich so bitte meine Arbeit machen. Ich mach mehr Reiter ausheben. Aber gern. Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Die Flanke verstärken. Ich hab getan, was ihr wolltet. Jawohl. Die rennen ihren unmittelbaren Tod. Abgeschlossen. Schnee bedeckt die Landschaft. Alle eure Wohnhäuser sind belegt, aber eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Wie ihr befehlt. Truppen gegenhalten. Die rennen halt einfach nur ihren Tod rein und bewirken gar nichts. Da sind so viel Supertech uns im Weg.
Es regnet. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Und die Sache ist halt, die letzte Welle, so oder so, können wir nur zurückschlagen. Oder können wir, oder die letzte, der letzte Kasten. Mit dem können wir nur irgendwas gegen ausrichten. Ja! Gedacht. Wenn wir halt wirklich durchbrechen durch den ganzen Schwachsinn. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Ja! So. Zahlen, heil dich, zieh dich zurück. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Dario, zieh zurück. Generell Helden, nicht euren Tod, du wirst zahlen. Da. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Baut euer Breite Horde, bewegt euch. Oder errichtet ein neues, um mehr Siedler in eurer Stadt aufnehmen zu können. Schnee bedeckt die Landschaft. Das Gebäude ist nun ausgebaut. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Euer Dorf wird angegriffen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Eigentlich wollte ich Pilgrim nur zum Zahlen zurückzuholen, egal was soll's. Für mein Zahltag. Ich hab getan, was ihr wollt. Leute, schießt die Kanonen. Lehrt sie das Fürchten. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Es gibt zu. Da können wir nicht ran, um die zu vertreiben. Es wird wieder wärmer. Nein, kann er nicht, weil er da schon umgekippt ist irgendwann. Erik kann da ran, um einen Wirbelschlag zu machen. Jetzt sollen sie sehen, mit wem und sie dann zurückziehen. Zu tun haben. Auf in den Kampf. Wird gemacht. Bewegung. In Ordnung. Ari wurde überwältigt und ist kampfunfähig. Die Front wird halten, habe ich Vertrauen drauf. Okay, wir haben jetzt keine Zeit. Die feindlichen Verstärkungen werden bald eintreffen. Wir müssen sofort auf die Motte. Ja. Jawohl. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ich könnte schwören. Ja, wir sind direkt in feindliche Verstärkung reingerannt. Diese Armee ist. Das ist Verschwendung gewesen. Es gibt nicht genug zu essen. Es schneit. Ari wurde überwältigt und ist kampfunfähig. Vielleicht können wir den Feind jetzt nach hier unten ziehen. Denn ich hab's lieber, wenn ihr über diesen Weg geht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Nein. Aber gern. Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Ausbau fertig. Wenn ihr es für richtig haltet. Nur Mut! Wir werden siegen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ausbau vollbracht. So, haben wir einzeln einfach wieder zusammengezogen. Es regnet. Aber gern. Wird gemacht. Feinde greifen euch an. Wie ihr wollt. Es ist Zahltag. Es gibt nicht genug zu essen. Okay, jetzt müssen wir Winter machen. Für unsere Reichweite und die Reichweite unserer Tür. Oh Gott, das hat das übel getroffen. Eure Wohnhäuser sind belegt. Diese Massen an Kanonen sind so unnötig. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Jawohl. Macht sie nieder. Jawohl. Ich gebe zu, bisher ist der Extended-Teil sehr, ich weiß nicht, enttäuschend. Ich hatte halt zumindest ein bisschen die Hoffnung, dass es was Interessantes werden würde. Genau. Aber wie es aussieht, ist es wirklich nichts anderes als, haha, ich schmeiß die Truppen an den Kopf. Und Kanonentürme.
nichts. Es ging wie ein bisschen ein gewisser Letdown, muss ich zugeben. Da hatte ich was Interessanteres erwartet. Oder zumindest erhofft. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Schwierig, ich weiß es bestimmt. Aber hauptsächlich in Bezug auf die Geduld. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ich denke gar nicht mal daran, hier durchzugehen. Truppen! In Ordnung. Der Feind ist umgedreht. Ich dachte, der Feind ist umgedreht. Schade. Nee, also, die haben zumindest die Helden zurückgekriegt. Zieht euch zurück, Helden. Jawohl. Aber was ist völlig falsch mit euch? Sofort. Leute! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Okay, der Feind ist umgedreht. Reiter, geht hier rüber. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Ja! Jupp! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Das ist halt die Sache. Man kann alles schwierig machen, indem man es in Abfuckkarten verwandelt. Aber das ist dann nicht interessant. Seid unbesorgt. Ja, Herr. In Ordnung. Gern. Formiert euch. Wir gestalten das hier gerade nur ein bisschen... Sagen wir mal interessanter, dadurch, dass wir explizit versuchen, andere Wege zu finden, die normalerweise nicht wahrscheinlich intendiert gewesen sind. Wie zum Beispiel die Schüsse des Jahrtausends. Und ich lasse den Namen jetzt patentieren, die Dinger heißen ab jetzt so. Kommt ihr wohl hier runter? Na gut. Wir legen hier gerade so eine Brotkrümelspur aus für die Angriffsarmee. Ja. Ist in Ordnung. Feinde greifen eure Häuser an. Wo ist die Angriffsarmee? Hat die einen Schlaganfall erlitten? Quick Save? Ja, wirklich, wo ist die hin? Ist sie stecken geblieben? Der Sommer kehrt zurück. So, wir haben Quicksilver gemacht, weil wir da ja losschicken wollen, zu schauen, wo die verdammte Angriffsarmee stecken geblieben ist. Denn das ist halt die Frage dafür, wo wir unsere Reiter langheizen können. Zahltag. Und übrigens... Setz uns mal eine Reiterstatue nach hier hin. Ja, ist gut. Was tut ihr denn da? Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja. Flieg! Schnee bedeckt die Landschaft. Ich sehe aktuell keine Reiter, keine Angriffsarmee mehr. Die ist da. Ich hab getan, was ihr wolltet. Das schreit nach einem Spielstand. Haben wir die Angriffsarmee dazu gemacht, einen Schlaganfall zu bekommen? Wenn ja, wie können wir das nutzen? Deswegen habe ich gespeichert, nicht, dass wir die Situation ruinieren. Es beginnt zu regnen. Also, dieser Gang, dieser Aufstieg hiermit, ist damit für uns komplett tabu. Da kommen wir nicht hoch. Aber vielleicht. Okay, wir machen so einen Reiterangriff gemeinsam mit dem Angriff der Feinde der Verbündeten. Das kann ich. Ich tue mein Bestes. Flieg und zeig uns, was du siehst. Sofort. Wie ihr befehlt. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Seid unbesorgt. Wie ihr wünscht, wird gemacht. Jawohl. Ja, Herr. Wir kümmern uns darum.
wie ihr befehlt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wird gemacht. Ihr kommt da durch. Irgendwie. Es gibt einen Weg drumherum. Hier haben wir gerade eine Öffnung. Ihr müsst da durch. Ja, Herr. Lehrt sie das Fürchten. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, wir haben sie. Schnee bedeckt die Landschaft. Wir erledigen das. Seid unbesorgt. Brecht durch. Vielleicht könnt ihr da hinten noch ein bisschen Schaden anrichten. Wie ihr wünscht. Nein, könnt ihr nicht. Jawohl. Okay, wir haben die erste Front geschafft. Seid unbesorgt. Feinde greifen euch an. Ja! Ihr seid einfach erbärmliche Nachzügler. Quick Save. Wenn wir die Position oben gehalten hätten und wirklich versucht hätten, gegenzudrücken, wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, hier einfach rein durchzukommen. Der Sommer kehrt zurück. Aber wir versuchen es gerade auf eine Art und Weise zu machen, die möglichst wenig Aufwand mit sich bringt. Wir erledigen das. Euer Wunsch ist mir Befehl. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Angriff sagen wir ruhig. Oder aus dem Weg. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt. Nein, ist sie nicht. Die bleibt da. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Aber es ist eine neue gespawnt. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Diese Wendung von Ereignissen war nicht erwünscht. Eure Arbeiter bezahlen. Okay, das wird anders laufen müssen. Nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Der Feind attackiert eure Siedlung. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich... Die Armee, die da oben steht, wird nicht respawnen. Wir müssen sie loswerden, damit wir den Weg öffnen können, um hier durchzukommen. Angriff! Es regnet. Es gibt zu wenig... Sind wir die Super-Tech-Typen, wäre es vielleicht jetzt los. Vielleicht waren wir nur in der ersten Welle. Ich mach das schon. Denn ich sehe es bisher noch keine. Höfe produzieren nicht genug Essen. Jawohl. Stopp! Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Der Feind attackiert eure Siedlung. Der Winter kommt. Bislang sehe ich noch keine. Bislang besteht die Armee hauptsächlich aus Reitern und Schützen. Und Kanonen natürlich. Reguläre schwarze Ritter. Schwarze Ritter? Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Da ist Supertech doch. Die rennen auch noch hinterher. Es sei denn, dass die Armee, die frontal wieder aufgewacht ist. Woran ich nicht glaube. Euer Dorf steht unter Beschuss. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber oh doch, die ist aufgewacht. Es gibt nicht genug zu essen. Faszinierend, die sind so aus dem Weg gegangen jetzt. Wir wohnen übrigens permanent im Winter gerade. Die Landschaft. Es ist Zahltag. Ich glaube, Reiter werden diesen Punkt wenig bringen. Dorf wird angegriffen. Wir werden es mit ihm dennoch auch einmal versuchen. Es gibt nicht genug zu essen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja! Ja! Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Regen ist noch nicht gut. Weiter Winter. Feinde greifen eure Häuser an. All eure Wohnhäuser sind belegt.
Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Ich tue mein Bestes. Wir müssen Truppen hinterher schmeißen, um die Position hier halten zu können. Was tut ihr da? Wie ihr wünscht. Die Masse an feindlichen Eisen, an feindlichen Kanonen da oben ist nicht feierlich. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Jupp. Ja. Feinde greifen auf die Kanonen, auf die Kanonen. Ja, ergreift sie. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Oh Gott, das sind so viele. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler. Weißt du was? Regen ist vielleicht doch keine schlechte Sache. Kann die Kanonen vielleicht nicht weiter auf uns schießen. Ergreift sie! Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Dann müssen die Reichweite unserer Kanonentürme gehen, um sie zu laufen. Weil auf Evolos hat das nicht wirklich funktioniert. Aber hier, auf Schlacht um Evolos, da scheint es zu funktionieren, die Animist Army auf diese Art und Weise zu veräppeln. Armee 1. Sammelt euch hier. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ergreift sie! Ich sehe jedenfalls keinen neuen Supertech-Typen bisher. Der Winter kommt. Bis in den Tod! Wie ihr befehlt. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durch. Die Masse an Kanonen. Winter ist schlecht gerade. Regen. Einige Siedler haben nichts zu essen. Und konzentriert euren Beschuss bitte auf die feindlichen Kanonen. Ins Trockene bringen. Es regnet. Bis in den Tod! Ergreift sie! Ergreift sie! Attacke! Attacke! Schnee bedeckt die Landschaft. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Seid auf Feinde gestoßen. Keine Supertech tatsächlich. Ergreift sie! Interessant. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Doch, da ist William. Da ist wieder. Nein, das ist ein Hauptmann von Schwarzen Rittern einfach. Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Es regnet. Jawohl. Wir erledigen. Was ist euch davor? Feinde greifen euch an. Jawohl. Ja, Herr. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Angriff. So. Ja, mein Herr. Ja, Herr. Machen wir einen Quicksave. Gern. Winter ist natürlich das Letzte, was wir gebrauchen können. Aber die zweite Armee besteht nicht aus Supertech-Leuten. Das ist Schnee sehr gutes Wissen. Die Landschaft. Schnee ist schlecht. Wie ihr wünscht. Es regnet. Ihr werdet angegriffen. Unsere Armee blüht uns aber gerade sehr stark aus.